In diesem Buch, nein, andersrum. Hallöchen, ich melde mich heute mit dem aktuellen Lesemonat und zwar für den Monat Juli. Ich habe euch ja, falls es schon online ist, einen Komplett-Lesemonat für das erste Halbjahr gemacht. Der ist ziemlich lang geworden und jetzt gibt es einen ganz kurzen, knackigen, kleinen Lesemonat für den Monat Juli. Der Juli war bei mir geprägt von, ja, wovon eigentlich? Viel privatem Kram, den ich gar nicht so viel erzählen will und kann. Und der hier eigentlich nicht so viel zu suchen hat. Und da hatte ich ein Stück weit Ablenkung, um es mal so zu nennen. Ich hatte keinen Urlaub, aber ein bisschen Ablenkung von folgendem Buch. Fiona Blumen, Frühling in Paris. Ja, Juli ist nicht Frühling, aber ich habe trotzdem dieses Buch gelesen, weil ich es unbedingt lesen wollte, bevor wieder Winter ist. Dieses Buch habe ich gekauft auf der Lit Love 2017 und habe es auch signiert von der Autorin bekommen. Ich habe nämlich eine kleine Lesung besucht, die die Autorin auf der Lit Love 2017 angeboten hat und war danach so begeistert, dass ich das Buch gekauft habe und es mir signieren lässt. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht um Louise Barclay, die kommt aus London oder zumindest aus England nach Paris, denn ihre Tante, Oma, ich dachte ihre Tante, aber irgendwie passt es nicht so richtig. Ist auf jeden Fall verstorben und hat eine Bäckerei, Konditorei hinterlassen. Das Ganze verwaltet wiederum die beste Freundin jener Verstorbenen. Und die hat ein, also ich fand ein wahnsinnig tolle Persönlichkeit irgendwie. Die war so richtig streng und wusste ganz genau, was sie will mit ihren, ich weiß es nicht mehr genau, Anfang 70 oder so vielleicht. Und man konnte sie sich so richtig vorstellen, wie so alles ganz schick und geordnet ist und alles so genau nach ihren Vorstellungen läuft. Und dort kommt eben Louise Barclay an, hat in ihrem Leben noch nicht so richtig viel gemeistert und erledigt und geleistet. Sie hat irgendwie schon des Öfteren neu angefangen und fängt dann eben mal wieder neu an und das eben dann in Paris. Sie hat auch eine Freundin, mit der telefoniert sie dann und so weiter. Zu diesem Angebot letztendlich gehört auch ein kleines Zimmer, das eigentlich ein Atelier war und auch ein bisschen nach Farbe wohl noch riecht. Und dort wohnt sie dann und fühlt sich erstmal gar nicht so sehr wohl, findet dann aber Leute, auf die sie trifft und die, finde ich, alle sehr einzigartig sind. Es sind nicht viele, aber es sind doch ein paar und ganz verschiedene und die nehmen sie so ein bisschen mit und helfen ihr so auf dem Weg. Jeder auf seine Art und Weise, manch einer mehr mit Zuneigung, manch einer mehr mit Abneigung und manch einer mehr mit gewissen Regeln. Letztendlich ist es eine sehr ruhige Geschichte. Also es ist jetzt nicht Riesendrama, es passiert nicht riesig viel, dass man denkt, oh, schon wieder ist was passiert und dann dreht sich wieder die Geschichte komplett neu und nochmal neu und nochmal neu. Nein, das passiert nicht. Es ist irgendwie so eine schöne, sanfte, ruhige Geschichte. Über Paris, aber eigentlich auch irgendwie über Louise, die eigentlich, oder Louise, die nicht so richtig nach Paris gehört und dann irgendwie doch auf ihre Art und Weise. Es ist eine Geschichte über ganz, ganz verschiedene Lebenswege und Geschichten, die durchaus auch sehr wenig, ich sag mal, so dem Durchschnitt entsprechen. Also einer, der eher so aus der Zirkusrichtung kommt, eine, die Ballett tanzt, Louise, die eben nicht so richtig weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen soll, eine mit einem kleinen Tabakladen, der auch so seine ganz eigene Geschichte mitbringt, mit Flucht und so weiter, mit seiner Frau. Und ja, also es ist so eine, finde ich, ruhige, aber sehr bunte Geschichte, die einen mitnimmt und die ein Stück weit mir zwischendurch fast ein bisschen zu ruhig war. Ich habe es aber beendet. Und ich habe gemerkt so, oh, es hat sich so gelohnt, das zu beenden. Also das Ende war das Allerschönste dran. Es war nicht so, dass die Geschichte rundum komplett perfekt und schön war. Ich habe mich wohl gefühlt, aber also es war erstmal so ein durchschnittliches Buch und dann zum Schluss war das so richtig, richtig schön. Und ein Stück weit am Ende geht es auch um die Liebe zum Essen, beziehungsweise was so eine Person, die aus einem fremden Land, in einer fremden Stadt kommt, einfach so, was sie so, ihr Universum, das sie so mitbringt und dann einfach mal auch da was Neues kreiert und was Neues entsteht, wie das dann die Umgebung aufnimmt. Und ich fand das sehr, sehr schön. Also, wie gesagt, nicht hochdramatisch, nicht actionreich, aber eine sehr schöne Geschichte. Dann stand der restliche Monat Juli sehr im Zeichen einer sehr großen Leserunde oder einer großen Leserunde zumindest. Und zwar zu dem Buch Joëlle Dicker, Die Wahrheit über den Fall
Harry Quebert. Falls man zumindest Harry Quebert so ausspricht. Genau. Ich denke, viele kennen das Buch und es hatte ja auch seinen Hype. Ich bin der Meinung, es hat seinen Hype ein Stück weit verdient, ja. Ich glaube aber auch, mir hätte die Geschichte nicht so gut gefallen, hätte ich sie nicht in einer Leserunde gelesen. Diese Leserunde hat sich dann über, ich glaube, fast 2 Wochen erstreckt. Bei mir ein bisschen weniger, weil ich es am Ende nicht mehr abwarten konnte und wissen wollte, wie geht's aus. Und habe dann da so um die 150, 200 Seiten an dem einen Tag, beziehungsweise eher in der Nacht, gelesen. Das heißt, was für ein Buch. Es war, ich fand es zwischendurch wahnsinnig interessant. Ich fand es großartig. Wir hatten alle aus dieser Lesegruppe, wir waren zu fünft, wir hatten alle zwischendurch unsere Zweifel, unsere Verdächtigungen. Wir waren hin und her gerissen von der Geschichte, auch was wir davon halten sollen, von verschiedensten Gegebenheiten in der Geschichte. Und irgendwie fanden wir es trotzdem am Ende alle toll. Jeder auf seine Weise, glaube ich, aber jeder fand es irgendwie toll und erst recht schön, dass wir es gemeinsam gelesen haben. Von der Grundstory, die vermutlich nicht so unbekannt ist, ich erwähne sie trotzdem ganz kurz, geht es darum, es wird eine 15-jährige Leiche, also ein 15-jähriges Mädchen, und deren Leiche wird gefunden in dem Garten von Harry. Harry ist ein bekannter Schriftsteller. Und diese Leiche, das ist eine gewisse Nola. Diese Nola war wohl die Geliebte vor über 30 Jahren von Harry. Das Haus gehört Harry, deswegen denkt auch jeder, er ist der Mörder. Erst recht, da ein Manuskript, und zwar das Manuskript seines berühmtesten, seines erfolgreichsten Buches, sein zweites Buch, neben ihr gefunden wird. Es ist wahnsinnig interessant, wie wir Marcus Goldman verfolgen, der erst ein Student von Harry war, als dieser noch Professor war, Literaturprofessor war. Wenn wir Marcus Goldman begleiten, der über die Zeit hinweg einmal auch Schüler, quasi Boxschüler von Harry war, aber auch dann Schreiblingsschüler und zuletzt eigentlich auch irgendwo Kollege bzw. Freund. Und Marcus ist der Einzige, der an Harrys Unschuld glaubt und dann ermittelt. Zusammen mit der örtlichen Polizei und der State Police. Und es gibt wahnsinnig humorvolle Stellen in diesem Buch. Es gibt irgendwo ganz tragische Gestalten und Geschichten. Es gibt eigentlich keine Person, die so komplett weiß oder komplett schwarz gezeichnet wird, was ich herrlich finde, denn das ist einfach nicht so. Es gibt insgesamt wahnsinnig viele Personen, die hier eine Rolle spielen und dennoch habe ich mich zu keinem Punkt unwohl gefühlt oder gefragt, wer war denn das jetzt und wen gibt es denn da noch so? Andererseits, wie eben schon erwähnt, in einer Lesegruppe nimmt man manche Dinge vielleicht auch intensiver wahr, da man nochmal dreimal drüber spricht und jeder seine Meinung zu jeder Person äußert und sagt, wie gesagt, ein großartiges Buch, über 700 Seiten, dann doch nicht so schwer zu lesen, diese 700 Seiten, auch wenn es immer viel klingt. Und irgendwie eine besondere und eine tolle Geschichte, ein Stück weit eine einzigartige Geschichte. Natürlich geht es auch um eine Liebe oder verschiedene Arten von Lieben und auch verschiedene Liebesbeziehungen, aber es liegt nicht so klar der Fokus darauf. Also schon, es geht ja um die Liebesbeziehung von Nola und Harry, aber es wird nicht so viel erzählt darüber, wie die Liebe in der Sekunde war. Es wird in Rückblenden zwar auch was erzählt, aber eben nicht so genau. Ich hoffe, ich habe schon die richtigen Worte verwendet, um euch klarzumachen, ob ihr dieses Buch mögen könntet oder nicht. Ich finde, es ist eine, wie gesagt, ganz andere Geschichte. Man muss sich schon ein Stück weit darauf einlassen. Ich habe etwas schwerer in die Geschichte reingefunden, hat aber dem Ganzen keinen Abbruch getan, denn, wie gesagt, die hatte mich sehr schnell, die Geschichte dann, und dann auch nicht mehr losgelassen. Ich musste dann weiterlesen, das Ende, wie gesagt, auch schneller als die anderen durchsuchten, weil es einfach nicht ging. Ich konnte nicht mehr an mir halten. Ich wollte unbedingt wissen, wie geht das jetzt weiter, wie geht das jetzt aus. Am Ende gefühlt ein Plot-Twist jagt den anderen, aber durchaus sehr realistisch. Und das Wort, das mir zu diesem Buch auch eingefallen ist, ist verwoben. Und verwoben trifft es für mich einfach genau richtig. Es war eine verwobene Geschichte, es war alles so ineinander fließend, aber total passend und auch total spannend, gefühlt so Schicht für Schicht das aufzudecken und zu gucken, ah, wo ist welche Lage und wie hängt das alles zusammen. Ja, das nach der Reihe als Leser zu erfahren, fand ich sehr, sehr schön und gut gemacht. Deswegen durchaus eine gute Leseempfehlung, vielleicht mal nicht mein absolutes Lesehighlight diesen Jahres, aber trotzdem ein sehr, 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 sehr gutes Buch. Und zum Schluss halte ich ein Buch hoch, das ich noch gar nicht beendet habe. Ich wollte es trotzdem aber einmal hier erwähnen. Das Buch heißt Töchter von Lucy Fricke. Meines Wissens habe ich die Empfehlung zu diesem Buch von der lieben Carla Paul, Buchkolumne. Ist auch ihr bekanntester Name wahrscheinlich. Ihr seht vielleicht diese ganzen Zettel hier oben.
Das heißt, das Buch ist noch nicht beendet. Ich bin gerade auf Seite 80 oder dergleichen. Und es hat ein bisschen mehr als 200 Seiten oder 250, ich glaube 230. Dieses Buch lese ich wiederum auch nicht alleine, sondern zusammen mit der lieben Anja. Liebe Grüße an dich an dieser Stelle von Book Friends Forever, Anja und Maike. Und lustigerweise habe ich das Buch vorher, den Harry Kiber, habe ich mit Maike von Book Friends Forever gelesen. Auch an dich, liebe Grüße. Genau, Lucy Fricke lese ich jetzt eben nur mit Anja zusammen. Das heißt, wir sind nur ein Duo und tauschen uns nur zu zweit aus. Ich glaube, das ist auch ganz gut bei diesem Buch. Ich finde es wahnsinnig toll. Es ist so ganz anders und ich finde es wahnsinnig toll. Es ist ein Buch, wir lernen Betty und Martha kennen und Betty und Martha haben beide eine nicht so tolle Kindheit gehabt und es geht so ein bisschen über Väter und dann denke ich aber auch eben sehr über Töchter. Demzufolge oder die Beziehung derer und wir lernen sie auf eine ganz besondere Art und Weise kennen. Betty hat eine recht ernüchternde Sicht auf die Welt, ein Stück weit melancholisch, melodramatisch zum Teil. Betty ist alleinstehend, Martha hat einen Ehemann und versucht eher etwas verzweifelt schwanger zu werden. Außerdem hat sie aber auch noch einen Vater, der schwer krank ist. Dieser Vater kommt dann auf die Idee, meine Tochter könnte mich doch in die Schweiz fahren, damit ich sterben kann. Das ist keine leichte Thematik und gerade so ein Thema Sterbehilfe ist jetzt auch nichts, was man vielleicht immer so gerne und so leicht liest, trotzdem unglaublich spannend und auch immer wie damit umgegangen wird und wie sowas verpackt wird in einem Buch. Mittlerweile sind wir da schon ein Stück weit weiter und wissen schon mehr, das will ich aber gar nicht genauer erklären oder erzählen. Ich weiß nämlich noch nicht genau, ob das zu viel verrät. Auf jeden Fall machen wir uns auf die Reise zusammen mit Betty, Martha und dem Vater Kurt. Es ist eine ganz eigenartige Reise und definitiv nicht mit einem Roadtrip zu vergleichen. Und ich finde einfach die Beschreibungen, die sind so unverblümt und so nicht poetisch und so treffend genau und so präzise, dass es einfach grandios ist. Ich werde euch dazu natürlich mehr erzählen, wenn ich es beendet habe im August oder vielleicht auch vorher schon, wer weiß, wenn ich so begeistert war. Und ich freue mich einfach riesig auf die restlichen, jetzt müsste ich rechnen, ne? 150 Seiten, auf die restlichen 150 Seiten, lese das unglaublich gerne mit Anja zusammen und tausche mich darüber aus. Kann also einfach nicht anders. Also dieses Buch treibt mich auch an, wahnsinnig viel aufzuschreiben daraus. Kann einfach nicht anders. Wo stand denn das hier? Also es wird auch so rasant, gerade die ersten paar Seiten erzählt. Da geht es darum, dass Betty in Rom ist und jeder, der schon mal in Rom war, kann vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Ich möchte nur einmal ganz kurz zwei kleine Stellen, also zwei, drei Sätze vorlesen. Seit drei Tagen saß ich hier schon fest. Nachts fegten die Ratten durch die Gassen, tags stapelten sich die Touristen am Trevi-Brunnen. Von den Museen die Wachen mit Maschinenpistolen, im Untergrund Bahnhöfe, in deren Finsternis ich den Dreck nur riechen konnte und für den Vatikan sollte ich mich online anmelden. Das sind so Zusammenfassungen, das ist ja wie so ein Rundumschlag und das so einmal zack in der Sekunde. Und dann ein Satz, den ich mir rausgeschrieben habe, in dem beschrieben wird, was für sie eben Rom ist oder wie sie Rom sieht. Eine desolate Diva war die Stadt, vollkommen versifft, nur ihre Kirchen hielt sie sauber, während draußen die Tauben jedes Weltkulturerbe zukackten. Es ist keine poetische Sprache, es ist nicht wie ein typisch französisches Buch, es ist einfach, ich finde, grandios geschrieben. Ich finde die Sprache einfach grandios. Ich bin nicht darauf aus, dass es unglaublich viele Schimpfwörter oder eben wie zukackten, dass es solche Wörter gibt in einem Buch, aber wenn es so treffend ist, dann darf auch das vorkommen in einem Buch und ich mag das unglaublich gerne. Das war's zum Juli. Es war für mich gar nicht so sehr Sommerlesezeit, sondern ja, es war eben viel anderes auch nebenher. Dann eben gerade so Lesegruppe hat einfach auch viel Zeit in Anspruch genommen. Ich weiß gar nicht. Ja, das war jetzt eben so. Vielleicht wird der August ein bisschen lesereicher, wer weiß. Vielleicht aber gerade auch nicht, weil sich da auch schon wieder so viel tut. Wer weiß das jetzt schon? Und bevor ich weiter in so Rätseln rede und verschwurbelt, möchte ich eigentlich einfach nur sagen, schön, dass ihr zugeguckt und eingeschaltet habt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr auch. Und lest schön bis dahin. Tschüss!